Herzlich willkommen bei einem Video von der Rapalyse von mir für euch. Heute geht es Schlag auf Schlag hier. Ja, ballern wir die Dinger raus, Alter. So, meine jungen Damen und Herren, der nette Kommentarschreiber Schädelfraktur. Ich musste echt lachen, wo ich den Namen gelesen habe. Finde ich aber nice, der Name. Schädelfraktur. Hat mir einen Kommentar geschrieben, ich sollte mir gern das Lied von DJ Eule und DJ SR featuring Curse und Chris, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Books anhören aus dem aus der Vinylreihe Familienwappen von den netten Herren, von den netten DJs. Ich bin mal gespannt. Ich habe mal jetzt aus Versehen reingehört und es klang so ähnlich wie bisschen wie Book of Love. Wenn es jetzt das wirklich ist und es wird gut gemacht von den zwei Herrschaften, beziehungsweise von den vier Herrschaften, würde ich sagen, Überding, Alter. Ich feiere eh den Song Book of Love wegen den, jeder kennt Scrubs. Ende der ersten, beziehungsweise der, nicht ersten Staffel, quasi die ersten Reihe, wo, oh fuck, wie ist der nochmal? Ich werde den Namen vorhin schauen. Zach Braff, so dass der Tür rausgeht und dann vor der Leinwand steht und der die komplette, es ist so ein Film abläuft. Und im Hintergrund läuft dann halt das Lied Book of Love. Mega Szene, Alter. Mega Szene. Für die Leute, die das nicht kennen, unbedingt nachholen. Ist mega geil. Dieser Song hat in dem Zeitpunkt, dieses Ding aufnehme, 4850 Aufrufe, 540 Likes und 3 Dislikes. Trotzdem, stabiles Verhältnis. Muss man einfach sagen. Und ich würde sagen, gönnen wir uns das Teil, gönnen wir uns. Es ist kein Musikvideo, es wird ein Audiovideo sein. Also können wir es komplett auf den Text fokussieren oder auf den ganze Aufmachung. Ich freue mich. Echt ein bisschen so, Alter. Leck mich fett. Oh, Nostalgie. Freude. Ich hab ein Buch im. Okay. Wow. Nochmal zurück, bitte. Nochmal zurück. Okay, wie es aussieht, fängt Curse an. Okay. Leg mal los. Ich hab ein Buch im Kopf über Einsamkeit und gleich noch einen zweiten Teil über Scheitern verzweifelt gelebter Zweisamkeit. Ich hab ein Buch über dich und mich in der alten Zeit, so viel Tage vergangen, dass der Schnee von gestern die Seiten bleicht. Ich hab ein Buch voller ungesagter Zitate, die besser gewesen wären als der ungesparte Psychiater. Ich hab ein Buch voller Reue, ein Epos in 30 Teilen, keine Seite handelt von Treue. Scheiße, Digga. Nice. Er hat definitiv das Thema Buch genommen, was ich jetzt nicht schlimm finde, wenn er das Song schon E-Books heißt. Diese ganze Aufmachung, beziehungsweise von dem Text her, dass er so viele, dass er halt die und die Bücher hat für die und die Situation und etc. etc., finde ich eigentlich relativ nice. Muss man einfach sagen, ist relativ geil. So, und dann noch die ganzen Sprüche dazu. Ja, ich weiß, Curse ist so ein rotes Tuch etc. Es ist nicht so gerne gesehen in der Rap-Szene. Er hat schon viele Sprüche kassieren müssen. Wegen seinem Gefühlsrap etc. Beziehungsweise für seine Texte. Aber das finde ich relativ nice. Ich bin ja eh offen für alles. Aber das finde ich echt geil. Mal gucken, was noch. Treue Bücher, die meine Suche nach Gott verkünden, verzweifelt beginnen und verwirrend sind und schließlich nirgendwo hin münden. Bücher im Kopf, die Nazis bereits verbrannt haben, bevor sie es ihr in die Hand nahmen. Todesurteil durch Vorurteil. Kleiner Curse geht auf die Bücherverbrennung im Zweiten Weltkrieg. Hei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 . Aber auch nicht schlecht gelöst, ohne schlecht gelöst, muss ich einfach zugeben. Es ist jetzt nicht so extrem in die Materie reingegangen, aber trotzdem so solche kleinen Stiche dazu gegeben. Nice. Bücher, Geschichte der O, P, Q, S, T und U und zu den Besten der Verfilmung dazu. Ich hab Bücher, die bringen alles ins Reine, doch werden niemals erscheinen, weil ich zu breit war, um eine Zeile zu schreiben.
Okay, das ist der erste Part. Nice. Von Curse. Geile Umsetzung vom Thema. Echt geile Umsetzung zum Titel des Songs. Echt geil. Begonnene Bücher ohne Happy End. Okay. Das scheint ein scheint die Hook gewesen zu sein. Ich kann leider mit den englischsprachigen Hip-Hop leider nicht anfangen, weil ich die Texte nicht verstehe, weil ich kein Englisch kann. So. Aber halt DJ-technisch einfach andere Rapper mit reingeschnitten, was ich jetzt ohne schlimm finde. Ist halt eine Reihe halt. Der AP-Reihe. Happy End. Doch wenn man die gelesenen Seiten bündelt, dann kann man eins in der Essenz erkennen. Selbstgeschriebene habe ich schon zweimal durch wie pennend auf Bänken in unserem Park auf zu viel Alkohol, wo man mich im Sommer auch lesen sieht, wo sich Seiten selbst so blättern, wenn über mir ein Polizeiheli fliegt, wo ich reglich verdient mein Vitamin B und D bezieht. C-A-T-R-U-Z reitet aus LSD und sieht die Blätter der Bäume. Echt krass. Denke, erstmal danke an den Vorschlag, Schädelfraktur. Finde ich echt nice, Alter. Muss man einfach sagen. Muss man einfach sagen, das Ding hat echt mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Blätter der Bäume in Negativ. Geht bis hin zum Anfang. Manchmal erzählt sich meine Geschichte rückwärts wie im Manga. Warte mal. Das mit den Bäumen. Nochmal zurück. Die Blätter der Bäume in Negativ. Z reitet aus LSD und sieht die Blätter der Bäume in Negativ. Geht. Sieh die Blätter der Bäume in Negativ. Wenn da irgendeine Substanz zu sich genommen hat. Echt nicht schlecht, Alter. Echt nicht schlecht. Bis hin zum Anfang. Manchmal erzählt sich meine Geschichte rückwärts wie im Manga. Tropfen der Trick. Oh, stimmt. Mangas muss man ja rückwärts von hinten nach vorne lesen. Echt netter Vergleich, Alter. Echt netter Vergleich. Sprüh durch die Luft aus meinem Wirbelsturm, den ich entfacht hab über mazurblauen Silbenpool. Die Wendeltreppe der Chakren hoch zur Bibliothek des Kopfes. Die Handschrift schlingert selbst im Block. Was mit den Chakras? Oder Chakren? Die Wendeltreppe der Chakren hoch zur Bibliothek des Kopfes. Die Handschrift schlingert selbst in Blockschrift. Für dich soll's rote Strophen regnen, wenn die Emotionen vertrocknen. Sie stehen in meinem Buch in Nox, doch sind sie nicht noxisch. Scheiße, Alter. Am Ende, er hatte echt nochmal krass, Alter. Am Ende echt nochmal krass. Ich müsste mir jetzt den Text durchlesen. Ich glaube, manche Wörter habe ich jetzt akustisch nicht so richtig verstanden. Weil ich glaube, da waren ein paar Fremdsprachteile dabei, die man, wenn man halt jetzt in der Mehrheit jetzt nicht drinsteckt, nicht weiß, was er damit meint. Deswegen müsste man wahrscheinlich jetzt den Text nehmen und lesen. Und die Wörter, die man da versteht, muss man dann halt bei Google eingeben und halt den Zusammenhang zu verstehen, was der Typ damit meint. Aber echt am Ende nochmal echt krass geworden. Dieses Din, Din, Din. Das kenne ich. Das kenne ich. So, warte, noch zurück, nochmal zurück. Das hier. Ich muss echt sagen, echt geiler Vorschlag von Schädelfraktur. Fand ich nice. Definitiv, das Ding hat echt mehr Aufmerksamkeit verdient. 4.850 Aufrufe, Alter, was ist denn das? Bitte. Das ist ja die Hälfte von den Kollega Featuring Five Bang Video, was ich auf dem Kanal habe. Das hat auch 2.400 Aufrufe. So. Also meine Leute, Damen und Herren, bitte. Macht daraus mindestens eine 5. Wenn nicht noch eine 6 draus.
der erste Part von Kurs hat mich echt überrascht. Wegen dem Thema Books, also Bücher, wie der das alles gelöst hat, fand ich mega nice. Und dann noch der zweite Part von Chris hat echt geile Vergleiche drin gehabt. Hat echt wirklich geile Vergleiche. Also wirklich stabiler Track von den zwei, also beziehungsweise vier Herrschaften. Echt geil. Wenn du noch so ein Ding hast, Schädelfraktur, gib mir einfach, gib mir. Ich gönn mir. Und dann gucken wir mal. Dann kommen wir wahrscheinlich auf zusammen. Aber echt geil. Also das Thema komplett wahrgenommen. Echt nices Teil hat. Echt nices Teil. Wie fandet ihr das Ding? Also den Song. Welchen Part fandet ihr besser? Fandet ihr den von Curse besser oder von Chris? Oder Crix? Nee, nicht Crix, Chris. Ich weiß leider nicht, wie man das aussprechen soll. Tut mir leid an der Stelle. In dem Sinne, einfach alles in die Kommentare. Wenn ihr noch einen Song habt, ich glaube, das jetzt mehr auf die Fresse ist, mehr ruhig wie dieser Track. Die Melodie hat mich echt an Book of Love erinnert. Es war jetzt nicht das komplett das gleiche gewesen, aber hat mich echt daran erinnert. War wahrscheinlich auch so gedacht. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen Tag, also schönen Tag, Abend oder Mittag. Wenn ihr irgendwas habt, in die Kommentare, wenn ihr zu dem Song wird, in der Infobox wird alles verlinkt sein. Kanal von den netten Herren Chris und halt der Song. Meine Social Media Plattformen, die ich so besitze, in der Infobox. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein Leute und macht irgendwas Sinnvolles. Yay.